Hallo, wir wollen heute ein Experiment wagen und Vater das Roman Wolf unter Wölfen mit der Filmversion von 1964 vergleichen. Die Herausforderung dabei ist, dies auf der Grundlage eines medienübergreifenden erzähltheoretischen Modells zu tun. Wolf unter Wölfen erschien 1937 in zwei Bänden mit insgesamt über 1000 Seiten. Hier ist das Cover der Erstausgabe und hier das der 2021 neu aufgelegten DVD-Kassette. Der Film ist eine vierteilige, rund 400-minütige Schwarz-Weiß-Verfilmung, produziert von der DEFA und dem Fernsehfunk der DDR. Er wurde 1964 auf aufeinanderfolgenden Tagen ausgestrahlt und 1968 war er auch im zweiten Programm im Westen zu sehen. Natürlich ist es hilfreich für das Verständnis dieses Videos, wenn man den Primärtext einigermaßen kennt, aber auf der anderen Seite werden wir mit reichlich Text- und Filmausschnitten arbeiten, die hoffentlich auch aus sich heraus verständlich sind. 5 Kapitel sind geplant, beginnend mit ein paar einfachen Überlegungen zu Wahrnehmung und Perspektive. Dann geht es um Zeit, Ort und Figuren, Falladas Stellung im Modernismus, Fokalisierung in Roman und Film. Fokalisierung, das ist im Grunde bloß ein technischer Ausdruck für Perspektivierung. Zum Schluss ziehen wir ein kurzes Fazit zu Ergebnissen soweit vorhanden. Gut, ich denke, wir sind bereit, ins Thema einzusteigen. In diesem Teil geht es um den Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Perspektive. Im Internet findet man einen interessanten Cartoon, der den passenden Titel Perspektive schon trägt. Es ist eigentlich bloß ein statisches Bild, eine Momentaufnahme, aber gleichzeitig erzählt er doch so etwas wie eine kleine Geschichte. Zwei Leute treffen sich, sehen und weisen auf den gleichen Gegenstand und streiten offenbar darüber, wer ihn richtig sieht. Figur A interpretiert ihn als Zahl 6, Figur B als Zahl 9. Ich denke, wir begreifen sofort, warum das so ist, denn wir können uns relativ leicht in die jeweiligen Standpunkte hineinversetzen, können den Gegenstand sozusagen mit den Augen der Figuren sehen. Figuren A und B interpretieren den Gegenstand deswegen unterschiedlich, weil sie ihn von unterschiedlichen Standpunkten sehen. Und aus unterschiedlichen Perspektiven. Aber das ist nicht alles. Ich stelle mal eine etwas seltsame Frage, nämlich, wie viele Perspektiven werden im Cartoon insgesamt dargestellt? 2, ja auf jeden Fall, die von A und B. Beide sind Figuren in dem Weltausschnitt, den der Cartoon zeigt. Wir selbst sind außenstehende Betrachter, aber das Bild gibt auch uns eine Perspektive vor, und zwar eine andere als die von A und B. Wir sehen das Ding, das fragliche Ding, von der Seite. Macht also 3 Perspektiven. Denken wir weiter an den Zeichner oder die Zeichnerin, die das Bild gestaltet hat. Er oder sie hatte ja auch eine Perspektive. Jetzt sind wir bei 4. Na gut, vielleicht sind Betrachter- und Künstlerperspektive ja identisch und man könnte oder sollte sie nur einmal zählen. Aber halten wir trotzdem mal an der 4 fest. Denn ganz sicher können wir doch nicht sein, ob der Zeichner oder die Zeichnerin alles so gesehen hat, wie wir gerade. Vielleicht ist der physikalische Standpunkt nicht das einzige Kriterium, aber dazu kommen wir gleich. Konkret stellt sich eine ganz wichtige Frage. Wer hat eigentlich recht, A oder B? Die Antwort ist einfach. Wir wissen es nicht. Wir als neutrale Betrachtende können höchstens erkennen, dass der strittige Gegenstand das eine oder das andere sein könnte. Unter den uns gegebenen Umständen ist der Gegenstand mehrdeutig. Hätten wir ein größeres Gesichtsfeld oder mehr Kontext oder wüssten überhaupt mehr über die erzählte Welt, könnten wir es vielleicht genauer sagen. Das soll schon für den Einstieg reichen. Ein paar Stichpunkte will ich kurz auf diesem Merkzettel notieren. Wahrnehmende Figuren in einer dargestellten Welt sollen als Reflektorfiguren bezeichnet werden. Ein Begriff, den der amerikanische Autor Henry James erstmalig in dieser Bedeutung einführte. A und B in dem Cartoon sind Reflektorfiguren. Wir selbst sind, wie schon gesagt, außenstehende Beobachtende und damit keine Reflektoren. Wenn wir uns in die Perspektive Dritter hineinversetzen, nennen wir das eine Transposition. Das ist ein Begriff von Karl Bühler. Normalerweise können Körpersprache und Gesichtsausdruck einer Reflektorfigur auch als Ausdruck einer mentalen Einstellung interpretiert werden. Eine solche Zuschreibung nennt man neuerdings Extrospektion, auf Englisch Theory of Mind oder wieder Deutsch ganz einfach, aber vielleicht etwas zu einfach, Gedankenlesen. Zum Beispiel, Körperhaltung und Mimik unserer beiden Reflektoren legen nahe, dass beide nicht nur von der Richtigkeit ihrer Wahrnehmung überzeugt sind,
sondern auch nicht gewillt sind, entweder eine neutrale Perspektive einzunehmen oder sich in die Perspektive des anderen hineinzuversetzen. Obgleich sie das theoretisch genauso können müssten wie alle Menschen. Oder fast alle Menschen. Aber diese beiden sind stur, sie wollen es einfach nicht. Deswegen halten wir zusätzlich fest, dass es nicht nur physikalische oder außerpsychologische, sondern auch psychologische Bedingungen für eine Wahrnehmung gibt. Psychologische Bedingungen fassen wir summarisch unter den englischen Begriff Mindset. Dazu gehören vor allem subjektive Einstellungen wie Aufmerksamkeit, Interesse, Erfahrung, Ideologie und ähnliches. Zu den außerpsychologischen Bedingungen gehört der raumzeitliche Standort und wir fügen jetzt auch noch das Gesichtsfeld hinzu, welches mehr oder weniger umfassend bzw. eingeschränkt sein kann. So, damit sind schon viele wichtige Grundmerkmale von Wahrnehmung und Perspektive umrissen und bisher war alles ziemlich leicht fasslich, um ein Zitat aus dem Text zu gebrauchen. Unsere nächste Aufgabe wird sein, das Konzept Fokalisierung weiter zu präzisieren. Fokalisierung ist, wie schon gesagt, im Prinzip das gleiche wie Perspektivierung. Und am besten beginnen wir mit einer Überlegung, die Gérard Genet 1972 anstellte. Er schlug vor, zunächst einmal zwei grundsätzliche Fragen zu klären, nämlich wer spricht und wer sieht. Dankenswerterweise beantwortete er seine Fragen direkt selbst, und zwar so. Der oder die Sprechende eines erzählenden Textes ist eine Erzählfigur, der oder die Sehende im Text ist eine Reflektorfigur. Rund 10 Jahre später formuliert Genet nicht mehr wer sieht, sondern wer nimmt wahr. Was nur logisch ist, denn Reflektorfiguren können ja nicht nur sehen, sondern auch hören, riechen, schmecken, tasten und fühlen und so weiter. Besonders interessant für uns ist aber, dass Genets Fragesatz eine ganze Reihe von Erweiterungen zulässt. Wir können zum Beispiel fragen, wer nimmt was, wie und aus welcher Perspektive wahr? Oder, um die Trennung des Verbs zu vermeiden, wollen wir ausnahmsweise das Verb perzipieren benutzen und formulieren jetzt so. Wer perzipiert was, wie, aus welcher Perspektive? Das liefert uns ein einfaches Grundgerüst, in das wir viele weitere Wahrnehmungsaspekte einordnen können. Wie etwa ein wahrnehmendes Subjekt, ein wahrnehmendes Objekt und eine Wahrnehmungsweise. Was nun speziell das wahrnehmende Subjekt angeht, so wollen wir uns vorsichtig von Genets strikter Trennung zwischen Sprechenden und Wahrnehmenden freimachen. Es macht nämlich durchaus Sinn, sowohl Erzählfiguren als auch Reflektorfiguren als wahrnehmende Subjekte zu betrachten. Und es macht ebenso Sinn, sowohl Erzählfiguren wie Reflektorfiguren eine Stimme zuzugestehen. Die prinzipielle Trennung bleibt trotzdem bestehen, denn eine Erzählfigur steht immer außerhalb der erzählten Welt, wir bezeichnen sie deshalb als extern, und eine Reflektorfigur steht immer innerhalb der erzählten Welt, und deshalb ist sie intern. Externe Wahrnehmende sind kreative Subjekte wie die Erzählfigur, aber auch rezeptive Subjekte wie zum Beispiel Leserin und Leser. Zu den kreativen Subjekten führen wir zusätzlich eine Kompositionsinstanz hinzu, damit das Modell nicht nur für Texte, sondern auch für Bilder, Comics, Filme, Hörspiele und Theaterstücke gelten kann. Also Formen, die nicht notwendigerweise von einer Erzählstimme begleitet werden. Beim Akt der Wahrnehmung selbst machen wir einen Unterschied zwischen Online- und Offline-Wahrnehmungen. Online-Wahrnehmungen sind die üblichen Wahrnehmungen unserer außenweltorientierten 5 Sinne. Aber auch die Wahrnehmungen innerer Zustände, manche Forscher nennen das auch Interozeption. Offline-Wahrnehmungen dagegen sind Träume, Erinnerungen, Visionen und sonstige Produkte der Fantasie. Darunter ganz speziell auch die Imagination einer Erzählfigur und die Vorstellung, die in den Rezipienten beim Lesen eines Textes geweckt wird. Ansonsten mag der Rest des Schemas komplex aussehen, aber bis auf wenige Ausnahmen sind die meisten Begriffe ganz normale Alltagsbegriffe. Das ist volle Absicht, denn der hier vorgestellte Ansatz versteht sich als Teil einer sogenannten natürlichen Narratologie, wie sie seit 1996 von Monika Fludernick entwickelt und verfolgt wird. Soweit die grundsätzlichen Vorüberlegungen. Die konkrete Definition von Fokalisierung ergibt sich nun praktisch von selbst. Fokalisierung ist dasjenige Arrangement von Wahrnehmungselementen, das für die Darstellung einer erzählten Welt verwendet wird. Ergänzend soll noch hervorgehoben werden. Wahrnehmungselement ist jede Option, die im obigen Bezugsrahmen aufgelistet ist.
Darstellung meint jegliche textuelle, filmische, dramatische oder piktorale Darstellung und die erzählte Welt kann fiktional oder nicht fiktional sein. Schwerpunktmäßig konzentrieren wir uns im Folgenden auf die Bereiche Wahrnehmungsobjekte, Wahrnehmungsweisen und psychologische Bedingungsfaktoren. Unsere Analyse von Wolf unter Wölfen, Roman und Film soll das Modell gewissermaßen auf die Probe stellen. Aber unabhängig davon steht uns hier ein generelles intermediales Modell zur Verfügung, das für die Analyse aller möglichen Erzählungen, ganz gleich in welchem Medium, anwendbar ist. Und da es die besondere Eigenschaft hat, auch Erzählfiguren und Kompositionsinstanzen als perspektivisch orientierte Wahrnehmungssubjekte einzubeziehen, wird hier praktisch jede Erzählung als von Hause aus multiperspektivisch verstanden. So, dies ist das Ende von Teil 1. In Teil 2 hören Sie zur Abwechslung die Stimme von Silke Buchholz, die uns eine Übersicht über Zeit, Ort und Figuren der Handlung geben wird. Bis gleich!